Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Assassin's Creed Mirage. Dann wollen wir mal einmal hier das Ausrufezeichen wegmachen. Wie viele Dings habe ich eigentlich nochmal? Stimmt, ich wollte ja sparen. Auf das hier, ne? Glaube ich. Weil sonst hätte ich ja die anderen schon längst geholt. Ja, ich glaube, ich wollte auf das sparen. Genau, wir wollten hier die Dings machen. Na gut, dann machen wir da mal hin. Einmal hier runter. Wo wir dann da irgendwie die Hauptstory weitermachen und beenden. Erstmal hier so ein bisschen, ne? Ich meine, ich denke mal, die werden auch nicht endlos sein, diese Nebenquests. Von daher. Und die dauern ja nicht lange. Vorausgesetzt, man läuft nicht 3 Jahre hin. Na komm her. Du schaffst das. Ja, ich weiß das. Komm. Ich höre dich, ich höre dich, ich höre dich, ich höre dich. Geht doch. Okay. Na komm. Double Speed. Ich glaube, ich muss da rüber, ne? Oder? Ja. Das ist der Ort. Mhm. Aha. Ah, natürlich da. Warte mal. Das war so klar und wir sollen niemanden töten. Wo denn? Da. Wo denn? Kugel war auch schon mal besser. Da ist irgendwas mit Schlüssel. Der vielleicht? Nein. Ich meine, hier dürfen wir noch sein. I guess. Ich meine, hier gab es ja auch irgendwie andere Eingänge, ne? Ja.
Stellt sich natürlich die Frage. Nein. Gut. Aber ich meine, hier war irgendwo ein smarter Weg rein. Ja. Das war nicht. Ah ja, genau. Da vorne. Hier war der smarte Weg rein. Und überhaupt nicht obvious. Oh. Ja, sag ich doch. Überhaupt nicht obvious. Das müsste jetzt ein Hieß sein, aber dankeschön. Haben wir nicht gewesen? Oder ist das eine Truhe mit Ausrüstung? Shit. Ah, das ist eine Truhe mit Ausrüstung. Okay. Wollte ich ja sowieso nochmal haben. Von daher passt das. Ja, das ist alles sehr bewacht, ne? Stimmt, hier haben wir den Typen getötet, ne? Hier haben wir den Typen mitgenommen. Wollt nur die Dings. Das sind so viele Leute. Guys, geh doch mal woanders hin. Warte mal. Warum sind die immer alle so weit weg? Wieso habe ich hier nicht hier vorne auch einen Haufen, wo ich reinspringen kann? Den haben wir gerade bekommen, ha? Oh, leck mich. Ja, ist ja gut. Nein, das würde ich ja nicht machen. Weiß ich doch. Ich habe da nur nicht drauf geachtet. Aber manche tun ja auch so plündern kann. Ja, dafür brauchen wir extra irgendwie Gedöns. Das haben wir schon ausgegeben. Ein paar andere Sachen. Wieso ist hier keiner unten? Also, ne? Ich meine, was zum Reinspringen. Dieser hässliche, doppelzüngige Hund! Er versteckt sich irgendwo! Mhm. Gerade hier, ne? Man sieht sich immer zweimal. Naja, hau ab. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Warum bist du... Ich habe nur geguckt, dass die da hinten weglaufen. Geh! Verpiss dich! Mach keinen Aufstand.
Hör zu! Bleib ganz ruhig. Ich bin ein Freund von Ali. Hol mich aus diesem Krug. Ich steck fest. Bist du verletzt? Ja, meine Beine. Ich kann nicht laufen. Dann trage ich dich. Unsere Gegner sind sehr gefährliche Leute. Ich hatte ja keine Ahnung. Ali wird sicherlich hören wollen, was du in Erfahrung gebracht hast. Du da, steh da! Was ist denn? Die Gewürze in diesem Topf. Die haben mir in der Nase gekribbelt. Ach. Hör zu! Au! Oh, leck mich! Entschuldigung. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen! Hör zu! Verstanden! Hör auf zu niesen! Entschuldigung. Oh nein, jetzt... Ach, nicht auch noch das. Hier ist ein Mikro gekommen. Na, sie juckt auch, weil der die ganze Zeit rumnießt. Ich geh einfach durch die Fronttür. Ja, lauf! Au! Danke. Ach. Nein! Na, verpisst euch doch mal! Nein! Leck mich! Gut, ich verpiss mich. Mach doch alles alleine. Und das Kamel läuft auch die ganze Zeit im Weg rum, ne? Dankeschön. Ich bin nicht da. Ehrloser Feigling! Da bist du ja! Oh, leck mich! Warum? Und ich darf die nicht töten! Was, wenn ich schon eine geschnetzelt ist? Aber nein, ich muss ja im Gespräch gesehen werden. Weil der ja nur da sitzen kann. Und jetzt lass mich alle in Ruhe hier. Nein, du solltest dich ja eigentlich unten drunter verstecken. Zurückkommen ist er bestimmt tot. Ich kann nicht rennen. Ich kann den nicht auf mein Kamel packen. Die müssen alle Piken haben. Die müssen alle 3 Meter lang sein, damit sie mich auch erwischen, während ich schon längst weg bin. Die müssen 3-mal so lang sein wie, ne? Wo ist denn der Typ? Wo ist der Schmitzel denn hingeschmissen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, mir mal ein bisschen was. Ja, ist ja gut. Daran erinnern, dass alle überprüften Waren mit dem offiziellen Siegel versehen werden. Achtet auf das offizielle Siegel. Oh, mein Kamel steht hier auch noch. Bürger Bagdads, unsere Gelehrten warnen uns. Die Stadthalle beobachtet mich auf Schritt und Tritt. Wenn sie nur jemand ablenken würde. Reisende, kommt ihr gerade vom Basar, vollgepackt mit Waren?
besorgt ihr euch, wie ihr sie nach Hause schaffen könnt, dann werdet ihr euch an Arzt. Hör zu. Achso, der niest. Ich dachte, er sagt, hör zu. Hör zu. Reine Perfektion. Nö. Danke. Du kannst jetzt gehen. Ich komm schon zurecht. Ah ja. Das ist, das, was ich sehen will. Ja. Das wird uns helfen. Und ich habe gesehen, dass wir jetzt neue Aufträge haben. In welches Dings gehe ich denn am besten? Warte mal, hier haben wir auch noch was? Ja, das war die andere Dings-Quest, ne? Wir hatten ja noch eine, die ich noch nicht gemacht habe, weil, die so scheiße war. Zu machen. Und ich hinterhergelaufen bin und der durch Sachen durchgelaufen ist, wo ich nicht hätte durchlaufen dürfen. Und die mich dann erkannt haben und ich dann vor dem Typen dann da exposed. Ja, da war was. Aber ich glaube, ich wollte die nicht machen, ne? Weil so Verfolgungsmissionen sind halt auch, wenn sie gut gemacht sind, sind sie richtig geil, aber meistens dann doch ein bisschen, ne, cheap. Naja, ich meine, ja, es passt ins Szenario, weil, ne, obvious, aber, die sind halt, es muss nicht sein, dass er dann da durch dieses blöde Dings da läuft, wo ich nicht durch darf, wenn ich den schon unentdeckt folgen soll. Ja, es ist auch wieder realistisch, er darf ja und so, aber, ne, ich will nicht Assassin's Creed spielen wegen Realismus. Ne? Realismus. Ne? So. Wollen wir hier gleich in die Tür rein? Ja. Und das war hier, ne? An der Tafel findest du neue Augen. Hab ich gesehen. Könntest du mal bitte nicht die Leiter? Ich wollte zu dem Typen. Hi. Ich will mal was gucken. Sei gegrüßt. Vielleicht könnten deine Fähigkeiten hier nützen. Das ist mein Angebot. Danke. So, hier haben wir den Links noch nicht freigeschaltet und hier, ne? Die anderen haben wir alle schon. Darf ich denn? Warte mal. Gerade sagen. Irgendwo war doch gerade nur eins. Nee, doch nicht. Okay. Darf ich hier jetzt verbessern? Ist die große... Mir fehlt immer noch was. Dann fehlt mir auch noch was. Oh, diese blöden Zahnräder, ne? Was ist das? Habt ihr neue Werkzeuge? Sieh dich um. Genug gesehen. Bis bald. Ja, ja. Okay. Ja, ich hab ja den noch nicht angeguckt. Wo ist denn die Quest? Ach, da hinten. Gut, dann nehmen wir die mal eben mit. Ich meine, es ist ja auch nicht schlimm, wenn ich sie nicht mitnehme, oder? Ist halt doof wegen, weil wir ja dafür auch Material bekommen, aber... Tja. Nee. Wir haben ja auch fast alles schon aufgelevelt, also... Ich denke mal, wir werden damit schon klarkommen. Thank you.
Wäre natürlich doof, wenn wir die, wenn das eine Nachfolgequest freischalten würde und wir die nicht bekommen, weil ich die nicht mache. Wenn dann gewisse Quests nur gedings sind, wenn man die macht. Ah, ich weiß es noch nicht. Ich habe eigentlich keine Lust auf Schleichen. Wie man gerade gesehen hat. Denke ich. Ist halt nicht so meins. Ist halt ein bisschen... Okay. Wir müssen in die Richtung. Moment. Kommen wir auch hier. Du solltest darüber. Dankeschön. Spring nochmal darüber. Danke. Oh nein, schon wieder? Schon wieder eine Bank. Guck mal den Typen da. Ja, was macht denn der? Ich glaube, der ist obdachlos. Der sitzt die ganze Zeit auf dieser scheiß Bank. Und jetzt? Was? Wo? Vergib mir, Enkidu. Ich habe dich gefahren. Warum? Das hasse ich ja. Oh nein, schon wieder. Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich keine Schleichenquest haben will? Nee, und das meinte ich, denn man ist irgendwo im Nirgendwo. Und rechnet nicht damit, dass Enkidu attackiert wird. Und dann, bam, wird Enkidu vom Himmel geschossen, obwohl man nicht irgendeine Scheiße infiltriert gerade. Und da bin ich dann wieder so, muss das sein? Kann das Spiel nicht merken, okay, die untersucht nicht die Festung, sondern, ne? Lass mich mal kurz da hoch. Arsch. Der Himmel ist wieder sicher, Sadiki. Hm? Na, geht doch. Oh, endlich bin ich da. Was denn? Die Auktion hat noch nicht begonnen? Dein alter Freund, der Fänger, bereitet seine Ware noch in der Garnison vor. Der Sklavenfänger muss in der Garnison sein. Ach. Zweifellos kümmert er sich um seine Ware. Ah, ja. Genau das, was er gerade gesagt hat. Wir sind doch bestimmt auch schon wieder Dings. Oder nicht? Leite mich, Enkidu.
Das hasse ich ja, dass man ihn dafür braucht, aber der halt nicht immer... Ich habe mein Ziel entdeckt. Ne? Nein. Lass es einfach. Nö. Für dich gibt's hier nicht. Gut. EP. Komm mal her. Nein, 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 nein. Was? Der Tod, na! Hörst du? Noch viel zu nett! Nimm mit. Danke. Wir können uns das nicht leisten, die zu vergeuden. Ah, da unten wollte ich eigentlich nicht hin. Stimmt ja. Ich habe mich schon gerade gewundert, aber ja, stimmt ja. Das ist ja jetzt mein Perk. Dass die Gegner auch dann sichtbar sind, wenn ich halt... Oh, das ist so gut. Das ist so gut. Nie wieder irgendwie irritiert werden durch... Nein, danke. Durch sowas hier. Ah, hier. Die Rüstung, die da gesessen hat. Weil die ja nicht rot hervorgehoben ist, ne? Und dann ist da auch keiner. Ich glaube, das ist Absicht gewesen. Oh, warte mal, da ist er ja. Komme ich da am besten rein? Einfach nicht. Hm. Hörst du nicht mich ermorden? Komm, versuchst du. Ja, ich hasse das. Warte mal, konnte man hier nicht irgendwie die Dingsen? Irgendwie konnte man doch. Hier, oder nicht? Na, mach ich das mal so. Stimmt, ich muss ja mal speichern und dann das so machen. Naja. Warum muss der auch 50 Leute um sich herum haben? Arsch. Dann trinke ich jetzt mal erstmal einen Schluck. Wenn schon Ladezeit da ist, ne? So.
Ah, wir sind sogar hier. Das ist super. Ich nehme den trotzdem den gleichen Weg rein. Nein, ich will das Messer behalten. Warte! Hier! Okay. Diesmal muss ich mir hier oben schon ein bisschen besser anstellen, weil, ja. Ne? Nein! Nicht schon wieder. Ich meine, der läuft auch dahin, aber... Ja, schade. Es sind auch einfach zu viele, ne? Vielleicht ist es auch noch nicht der richtige Spot. Nein! Und nein! Doppelt nein! Jeden Stein umdrehen, sag ich immer. Hey, was? Das ist manchmal sehr weird. Okay. So. Ihr habt's nicht gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Gut, also zurück. Hm?
Das ist doof, dass der gerade so undicht bei mir vorbeigelaufen ist. Warte! Komm raus! Was zum... Ich wollte gerade sagen, es ist wirklich so easy, aber nein. Komm mal bitte rüber. Bitte. Komm. Das ist vollbracht. Ach. Muss er nur... Unentdeckt. Gut, dass die immer davon ausgehen, dass Leute nur von vorne kommen und nicht von hinten. Reine Perfektion. Oh, bin ich schon durch? Kannst du mal bitte den mitnehmen? So als Coming Out und so. Nein? Schade. Was wäre wie? Ich? Hm. Hörst du, Lille? Ich bin noch nicht fertig. Okay. Lass das doch. Oh. Mord! Hilfe! Alarm! Er hat gesagt, er ist noch nicht fertig. Zeit zu verschwinden. Ja. Er hat gesagt, er ist noch nicht fertig. Was soll ich darauf antworten? Okay, cool. Wenn wir noch was am Laufen haben. Oder nicht? Stimmt, das konnte ich ja auch noch machen, ne? Das ging ja auch. Wie Schneider und Schmiede, ne? Ah, da brauchte ich, glaube ich, auch Materialien für, ne? Also, Dings, ne? Also hier ist zum Beispiel ein Schneider. Direkt auf unserem Weg. Was? Wie? Ich weiß von nichts. Entschuldigung. Such doch nur den Schneider. Ah, da vorne. Entschuldigung, ich will zum Schneider. Oder Schneiderin? Hallo. Hi. Schön, dich zu sehen. Cool. Darf Was hast du da? Vieles ist frisch reingekommen. Oh, cool, danke. Ja. Mehr Schutz ist immer eine gute Investition. Ja, weiß ich. Aha. Vorzügliche Wahl. Aha. Das Gewebe ist entscheidend. Hm? Ja, uns fehlt uns das Dings, ne? Kann man das nicht irgendwie kaufen oder so? War das alles? Was? Ich hab zweimal bei ich dir... Ich muss aufbrechen. Bis demnächst. ...verbessern lassen. War das alles? Das ist alles, was du drauf hast? Aber, bevor wir hier, Hilfsmittelvorrat. Materialien und Plunder. Tam hat gerade gebimmelt, deswegen, bevor wir da irgendwie großartig noch weitermachen, würde ich tatsächlich erstmal,
den Part beenden, ne? Dann können wir das nächste Mal vielleicht nochmal ein bisschen hier dingsen. Vielleicht nehme ich doch die Dings-Quest hier noch mit. Ne? Ja, mal gucken. Aber erst beim nächsten Mal. Wie gesagt. Einmal speichern. Wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye. Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleite zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats, doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss und verbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum. Basim ibn Ishaq. Er folgte dem Credo. Er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Thank you.